Freunde, herzlich willkommen bei AJ Barbecue. Schön, dass ihr wieder bei uns am Grillplatz vorbeiklickt. Schön, dass ihr hier seid. Heute wird wieder gegrillt. So schaut's aus. Lecker ist es bestimmt. Ich habe es noch nicht probiert. Ausschauen tut's gut, riechen tut's gut. Hotdog ist es und Kartoffeln. Aber genaueres wie immer nach dem Intro. Für das heutige Gericht seht ihr die Zutaten jetzt hier auf dem Brett. Wir haben Kartoffeln, Käse gerieben, Käse in Stangen, Hotdogbrötchen, Creme Fraiche, Barbecue-Soße, Miracle Whip, Knoblauchbutter, guten Händelmeier, Weißwurst-Senf, weil wir haben nämlich Weißwurst auch, da brauchen wir den dazu. Wir haben Speck, Zwiebeln, Hackfleisch, wir haben einen normalen Senf, ob wir den Agaven-Dicksaft brauchen, das weiß ich noch nicht so ganz genau, und wir haben ja, deshalb auch der Versuch mit des Dialekts. Wir haben ganz feine Knoblauchgürkchen noch vom Spreewald. Freunde, das wird interessant und hoffentlich lecker bis gleich. Wir wollten uns mal wieder ein bisschen von der Menge abheben und haben uns gedacht, Hackert, was könnte man denn jetzt mal wieder auf den Grill werfen, wie es auch auf dem Grill gehört. Nicht im Dutch Oven, nein, so richtig schönen klassischen Grillabend wollen wir heute mal machen. Und ey, Hot Dogs sind mir da eingefallen. Aber auch die wollten wir ein bisschen anders machen, deswegen wollen wir die Hotdogs heute nicht mit Würstchen zubereiten. Nein, wir machen die mit Hackfleisch, packen da ein bisschen Käse rein, wickeln Speck außenrum, ein paar leckere Sößchen drauf, ein paar leckere Gürkchen aus dem Spreewald noch und fertig ist der Hotdog. Und ja, jetzt kommt der Kulturschock zum Spreewald noch, da packen wir noch ein bisschen Bayern mit rein. Wir machen ein paar Weißwurst auf die Kartoffeln, auf die Bataten und ich weiß, dafür würde ich wieder geköpft, weil A haben wir nicht Vormittag, B, Köder Weißwurst, ja, in Bayern, in das Wasser und nicht auf den Grill. Aber hey, ist mir wurscht, edgy badge. Wir packen die Weißwurst mit einer feinen Soße aus süßem Senf auf die Haselbackkartoffeln. Aber all das heute erwartet euch im Video. Und bevor ihr euch noch voll laber und noch mehr voll laber, hilf mir Flo, schneiden wir die Zutaten. Ja, die Zutaten schneiden. Und ein Bier brauchen wir, weil sonst läuft der Motor nicht rund. Ha, schneiden. Wir haben inzwischen unsere Kartoffeln geschnitten. Nein, ihr habt das gesehen, ihr könnt das einfacher machen, indem ihr links und rechts einen Kochlöffel hinlegt und mit dem Messer dann gar nicht bis durchschneiden könnt. Aber wenn ihr das ein bisschen gemacht habt oder ein bisschen Übung habt im Schneiden, dann schafft ihr das auch ohne den Kochlöffel. Mein Gott, dann wenn einmal eine Kartoffel durchgeschnitten ist, dann ist sie halt durchgeschnitten. Deswegen ist sie ja nicht kaputt, wir können sie trotzdem hernehmen. Da. Außerdem haben wir den Grill hergerichtet. Wir nehmen heute den Bastard, den Keramikgrill. Wir richten den ein für 200 Grad. Indirekte Hitze heißt, wir haben die Deflektorsteine mit drin und sobald der stabil läuft, kommt unsere Kartoffelpfanne da schon rein. Da brauchen wir jetzt nur noch ein bisschen Öl und würzen. Mehr machen wir erstmal nicht. So, mehr machen wir erstmal nicht, sonst verbrennt uns der Rest. Die Kartoffeln werden jetzt eine ganze Weile brauchen, ich schätze mal eine Stunde, anderthalb, bis die durch sind, bis die gar sind, bis wir sie essen können. Und das wäre für alles andere, gerade für den Käse zum Beispiel, wäre das schlimm. Der würde uns wahrscheinlich verbrennen. So. Salz, Pfeffer wäre so Standard. Wir nehmen heute mal ein bisschen Pommesgewürz, nicht zu viel, weil wir wollen ja die späteren Zutaten nicht totwürzen. Ja, machen wir am besten, machen wir es mit den Finger. Wie gesagt, Salz, Pfeffer geht da auch. Ja, und zwar warten wir noch, bis der Grill stabil läuft. Dann ist die erste Etappe schon genommen und wir können uns um den Rest kümmern. Das lassen wir jetzt auf dreiviertel Stunde mal völlig in Ruhe. Derzeit richten wir die anderen Sachen her. Und in dreiviertel Stunde machen wir das Topping drauf. Jetzt haben wir uns eine halbe Stunde richtig gut gehen lassen. Jetzt müssen wir fast noch das, wo auf die Kartoffeln draufkommt, vorbereiten. Ne? Das Topping. Dazu haben wir jetzt den geriebenen Bergkäse da drin. Dann geben wir da die klein gehackten Zwiebeln mit drauf. So, fein. Außerdem den Rest aus von meinem süßen Senf. Tja. Ein bisschen habe ich noch, bei der Weißwurst steht auch noch einer dabei, den tun wir da auch noch mit rein. Und den Becher Creme Fraiche.
die restliche Mayo, das ist auch nicht mehr viel, das sind noch 2-3 Esslöffel. Wir müssen ja auf unsere Figur achten. Was hat der Flo? Darf ich eine Frage stellen? Bitte, stell die Frage. Wie viel Senf waren das für die Zuschauer? Also ich würde jetzt sagen, das waren auch 4 Esslöffel, aber es kommen ja noch ein paar Päckchen von den Weißwürsten. Ja, so dass wir schlussendlich so auf 6 bis 7 Esslöffel kommen. Ja, das schaut ja dann so aus, so ein Päckchen. Ich denke mal, da ist ein Päckchen ein Esslöffel. Geben wir da auch noch rein. Ich meine, schaden ist es keiner, wenn wir da 2-3 Gramm mehr drin haben. Der soll ja ein bisschen den Takt angeben vom Geschmack. Das rühren wir durch. Die Weißwürste, die ziehen wir jetzt aus. Ach, ich weiß schon, die hartgesottenen Bayern unter euch, die werden mich jetzt verfluchen. Schon schaut es nicht mehr aus wie eine Weißwurst, schon schaut es aus wie eine Gelbwurst mit Grün. Ja, die geben wir damit ein. Ja. Schneiden wir, kommt damit rein und dann geben wir es quasi gleich am Grill auf die Kartoffeln. Wie ihr seht, haben wir jetzt die Gurken doch noch damit rein. Ich glaube, das wird richtig fein. Wir schneiden einfach für den Hotdog noch einmal neue. Aber jetzt kommt es mal mit, jetzt geben wir das auf die Kartoffeln drauf. Mein Nachbar, seines Zeichens. Ganz toller Mensch, kommt aus dem Osten, kann auch nichts dafür. Hat gesagt, wir müssen aufpassen mit unseren Ossi-Witze. Ah, der Beste hat er gerade gebracht. Warum hat man denn in der DDR damals keine Banken überfallen? Wisst ihr nicht, gell? Ich wusste es auch nicht. Die haben 18 Jahre aufs Fluchtauto warten müssen. Haha. Nehmt es uns nicht übel, nehmt es ihm übel. Tja. Ups. Schon 20 Minuten. Das läuft. Jetzt müssen wir ganz geschwind unser Hackfleisch machen. Das muss da auch noch mit rein. Ha, dass wir bald essen können. Der Flo hat das jetzt auch wunderbar gewürzt. Jetzt kneten wir das einmal durch. Jetzt kommt der Trick. So, unsere Wurst hat nämlich keine Wurst, hat keine Pelle, nein. Hat bei uns ja heute nochmal die Weißwurst. Hoho. Unsere Wurst wird aus Hackfleisch gemacht und kriegt als Haut Bacon. So, jetzt formen wir uns da einfach ein schönes, mehr oder weniger schönes Stück Hackfleischknödel und geben da Käse rein. Schauen wir mal, ungefähr die Größe herkriegen, die wir brauchen für unsere Hotdogbrötchen. Ja. Schauen, dass wir das schön zukriegen. Gleichmäßig dick. Ja. Und dann wickeln wir das ganz einfach hier in Speck. Oh Schreck, oh Schreck. Der Speck muss weg. Ja. Drücken wir es ein bisschen platt, dass es besser auf dem Brötchen bleibt. So machen wir den Rest. Dann gehen die auf den Grill, können schön von beiden Seiten gegrillt werden. Und sind wir schon gleich am Essen. Es riecht nämlich schon richtig geil da hinten aus dem Grill. Action! Ja. Ah, Action hat er gesagt, ich wollte schon wieder weglaufen. Hackfleisch auf dem Grill. Genau, steht jetzt an. Unsere Hotdog-Brötchen, die haben wir jetzt schon mal vorbereitet. Die schmeißen wir nicht auf den Grill, da ist nämlich kein Platz mehr. Kommt Knoblauchbutter unten rein, Gürkchen und Zwiebel oben drauf. Tja. Und da oben drauf geben wir dann ein bisschen von der guten Barbecue-Soße, in unserem Fall die Alabama White Sauce. Dann unsere Wurst für den Hotdog, ein bisschen an Käse und los geht's. Schmarren, ein bisschen an Senf und los geht's. So, meine lieben Freunde, da kommt jetzt das leckere Hackfleischwürstchen drauf. Senf oben drauf, fertig. Wir machen einmal einen Teller. Genau, und dann sehen wir uns zu einem hoffentlich leckeren Fazit. Eine so gute bayerische Kartoffel, ha, das hat es noch nicht gegeben. Darauf trinke ich erstmal ein. Mmh. Wenn es Bier schmeckt, kann nichts mehr schief gehen. Ja, Werkzeug und Attacke.
Scheiße, die Kartoffel schmeckt nach Weißwurst. Nach süßem Senf, wie geil ist denn das? Hey, der Plan ist einmal richtig aufgegangen. Ja, muss man echt sagen, ist fein. Hm? Grillte Weißwurst. Ja, ich höre sie schon wieder toben, die Bayern. Beilage ist mega fein. Aber die Maulsperre jetzt in den Mund zum Kriegen, das wird, ja. Mal das Holz da weg, sonst spieße ich mir auch noch auf. Im Moment ist ein wenig viel im Mund. Na, egal. Es ist so fein, Freunde, es ist lecker. Ein richtig schönes, saftiges Hackfleisch als Wurstersatz, der Käse innen drin. Ha, ein Traum. Was natürlich ein Highlight ist, ist die Alabama White Sauce. Ich glaube, die verlinke ich euch unten einmal unter dem Video, die müsst ihr probieren, die ist ein Hammer. Ja, ich hätte gesagt, mir schmeckt's. Ob es den anderen schmeckt, weiß ich nicht. Die schauen aber alle schon ganz gierig. Die haben Hunger und wollen warm essen, deswegen machen wir jetzt einen Cut. Wir hören jetzt auf, das Video ist zu Ende. Ich fand's toll, wie fandet ihr's? Schreibt's mal unten rein. Lasst einen Daumen oder ein Abo da. Und nächste Woche in der Früh um 6 am Mittwoch sehen wir uns wieder. Bis dahin sagen mein Team und ich Servus, macht's gut. Habe die Ehre. Ade. Wie bitte? Ade. Ade. Nur Fertsch. Ade. Adele. Nur Fertsch. Knight Rider. Ein Mann und sein Grill kämpfen gegen den Hunger.